Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Planet Coaster, dem Karrieremodus. Und ich freue mich, euch wieder begrüßen zu dürfen hier bei Achterbahnen mit Tiefgang, meine lieben Freunde. Und heute werden wir hoffentlich weiterkommen. Letzte Folge ist ja ein bisschen stagniert, aber es ist jetzt eine neue Aufnahmesession und ich konnte endlich mal eure Comments lesen, was ich sehr schön finde. Denn ja, da können wir ein bisschen was von umsetzen, denke ich. Ja, und zwar eine Sache hätte ich selber drauf kommen können, die Warteschlangen kürzer machen, weil die Leute, die hier stehen, gibt ja kein Geld. Ja, man muss darauf achten, dass sie letztlich nur so lang sind, wie quasi die Kapazität des Fahrgeschäfts, oder? Würde ich jetzt einfach mal sagen. Und noch ein weiterer Hinweis war, dass einfach nicht mehr als 500 Leute in diesen Park kommen. Das ist von dem Szenario einfach so vorgegeben. Ja, das heißt, es bringt mir nichts, noch weitere Fahrgeschäfte zu bauen letztlich. So, das bedeutet, das allererste, was wir jetzt tun, ist, so leid mir das tut und so weh mir das tut, ist das nasse Platschding hier weg. Nasse Platschding weg. Denn es macht Minus und es bringt uns nichts. Und ja, hat einfach keinen Sinn. Ja? Und deswegen nasse Platschdinge weg. So. Ist halt so, ne? Muss halt gemacht werden. So. Hier nochmal die Wege weggefemst. Hier die Deko. Ist hier unten eigentlich noch irgendwas? Nö, ne? Das heißt, das kann alles weg hier. Habe ich die Leute gerade gekillt? Also. Dann machen wir das mal gerade alles weg. So, das Platschding leider jetzt einfach mal verkackt. Aber mir ist jetzt auch, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr. Es scheint hier einfach nicht voranzugehen. Wir müssen jetzt mal die harten Geschütze ausfahren hier, die auch mal was bringen eventuell. Ja? Deshalb sind wir heute mal ein bisschen härter unterwegs. Heute mal ein bisschen hier Veränderung. So. Okay, nasses Platschding ist Geschichte. Und wir haben dadurch auch wenigstens mal 3000 am Konto. Damit können wir jetzt die Wege, die Warteschlangen so ein bisschen verändern. Und zwar machen wir die jetzt kürzer. Und wo beginnt die denn jetzt? Ich sehe, was da jetzt runter. Kann ich nicht einfach da drüber bauen? Okay, dann die ist schon mal kürzer. Dann die hier. Wie kurz machen wir das Ganze? Es langt ja schon. So, das war Nummer 2. Nächste. Zack. Und the next one. Ja, die hier. Ob das irgendwas bringt mit den kürzeren Warteschlangen. Ich bin gespannt. Aber wie gesagt, heute machen wir hier mal den rigorosen Brilli. Der kommt hier heute. Was fällt denn da für ein Hund? Was ist los mit ihm? Alter, meine Güte, ey. Kann ich jetzt mal wieder auf diesem Weg hier? Was ist denn das? Ja, was ist da los? Hm.
Nein, Mann, einmal, ey. Boah. Was ist denn hier? Wieso komme ich nicht auf diesen beknackten Weg, Alter? Na, endlich. So, das ist jetzt der Eingang. Oh, Scheiß. Gut. Weiter geht's. Ja, hier, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich ihn abreiße. Das mache ich jetzt mal. Ich reiße ihn ab. Es tut mir weh, weil er war ein geiles Fahrgeschäft, definitiv. Es tut mir unsagbar weh. Rundgang lassen wir aber, oder? Rundgang lassen wir. Es war eine geile Achterbahn. Es war eine geile Achterbahn. Definitiv. Was ist das? Muss ich einzelne... Nein! Ey, jetzt ist hier aber noch alles normal, oder? Alter, reiße ich hier Coasty ab. Das gibt's ja gar nicht. Scheiß auch hier. So, okay, next. Ich habe immerhin noch ein bisschen Geld. Können wir vielleicht nachher doch noch irgendwas bauen? Müssen wir mal gucken. So. Hier, das ist ja fast schon gut. Aber egal, machen wir das. Warteschlange. Was ist jetzt hier schon wieder ein Scheiß? Das ist da eine ganz andere. Was connectest du dich denn jetzt schon wieder nicht? Bist du jetzt zu tief oder was? Boah, Leute, ey. Da. Das reicht doch schon. Das reicht doch schon. Okay. Gut, weiter. Hier wird es jetzt ein bisschen komplexer. Müssen wir mal. So. Jubi hat auch mega lange Warteschlange einfach. Nee, mach nochmal. Ach Gott. Wer denn jetzt hier? Ja, den so nicht. Boah, dicke Kreuzung am Start. So, QB ist dabei. Ja, hier, Kiki hat auch eine riesen Warteschlange einfach. Weiß ich nicht. Das ist richtig, ja. Sehr gut. Hier ist nicht wirklich lang. Wir warten noch nie viele drin, aber egal, machen wir trotzdem kürzer. So. Fehlt jetzt noch irgendwas? Ah, er hier. Er denn eigentlich? Er hat hier den. Habe ich das eigentlich gemacht? Immer alle unterschiedlich. So. So, jetzt haben wir alle, oder? Warteschlangen sind überall kurz. Hier ist auch voll. Trotzdem, wir müssen jetzt mal sehen. Wie sieht es denn überhaupt aus mit den Fahrgeschäften? Und mit meinen Mitarbeitern? Sind die gut drauf? Ja, oder? Ja, bis auf diese Ronda. Wir machen nochmal alle besser. Boah.
Aber ansonsten sehen die ja alle ganz zufrieden aus. Jetzt natürlich die Frage. Müssen wir gerade gucken, also Attraktionen und Läden. So, Attraktionen, Profit im letzten Monat. Also die beiden richtig mega negativen haben wir ja schon gekillt. Leider und Ringi. Die sind momentan nicht so gut drauf. Hier hinten. Also Ringi können wir gerne abreißen. Ringi können wir eigentlich abreißen. Ringi geht keine Sau drauf. So, also Ringi abgerissen. Jetzt müssen wir nur sehen, dass die anderen Warteschlangen dann trotzdem einigermaßen voll werden. Warteschlangen kurz. Zwei Fahrgeschäfte abgerissen, Leute. Heute geht es hier aber rund. Müssen jetzt mal abwarten ein bisschen, wie es mit den Fahrgeschäften hier aussieht. Was macht Plus, was macht krasses Minus? Hier, das ist, glaube ich, auch nichts, oder? Was kostet das? Hm. Oh nein! Oh. Ich meine, die Leute sind jetzt notgedrungen, müssten jetzt theoretisch mehr Leute hier rumrennen. Oder? Sind jetzt vielleicht bald auch wieder 500 Leute im Park? Weil an den Warteschlangen sind sie definitiv nicht. Weil da waren auch nie so viele, aber es besteht jetzt auch nicht mehr die Möglichkeit, für die jetzt in den Warteschlangen rumzudödeln. Aber da haben wir jetzt auch die beiden Fahrgeschäfte. Ja, Leute. Aber gut, den nehmen wir noch nicht als Kiki. Jetzt ist Kiki ganz unten. Collider hat wieder ein bisschen zugelegt. Was sagen denn die Statistiken, Freunde? Mai, Juni, April. Fahrgeschäfte und Tickets. Das verstehe ich nicht. Parkverwaltung. Wieso ist da jetzt plötzlich so ein riesen Ömmel hier? Lohnkosten? Achso, da zählen die... Ja, alles klar. Da zählen die Dings mit. Ja, wir müssen jetzt mal diesen Monat, den Juni, warten wir jetzt mal ab, gucken mal, was da Sache ist. Läden und Servicegebäude ist irgendwie wenig irgendwie, oder? Da hatten wir doch auch mal deutlich mehr. Also wenn das jetzt nicht noch irgendwie steigt, ist das ein schwacher Monat, was die Läden angeht. Wir haben hier einen Ladendurchschnitt eigentlich von 1300. Wo sind bitte die 1300? Hätten wir die hier... Dann hätten wir fast die 3000. Oder? Warum, was ist denn mit den Läden jetzt schon wieder los? Weiß keine Sau, oder? Was sagen die Läden? Maxcellente macht nicht so viel. Und Heads Fantastic auch wieder mal nicht. Aber die haben... Gerade hier nochmal... Nicht, dass uns hier die Leute abhanden kommen, aber es sieht alles ganz gut aus. Die haben aber die Leute. Die haben immer noch Durst irgendwie. Immer noch Durst. Dabei habe ich doch noch so ein Durst-Apparello aufgestellt.
Ah, ja, hier ist auch nicht mehr so gut besucht. Naja, gucken wir uns den Monat jetzt mal an. Oh, hier ist aber jetzt auch wieder ein bisschen was los, ne, an eben hier. So. 1900. Wir haben Plus gemacht. Wow. Ich bin beeindruckt. Aber das ist natürlich dann trotzdem immer noch weit entfernt von dem, was wir brauchen. Aber die Läden waren nicht gut. Also die Fahrgeschäfte waren richtig gut. Das hat sich verbessert. Aber die Läden haben sich dadurch irgendwie verschlechtert. Warum ist das so? Man kann halt auch nicht sagen, wo ist hier was los? Wo soll ich nochmal irgendwie... Hier habe ich noch ein Getränke... Genau, hier habe ich das Getränkeding aufgestellt. Soll ich da vielleicht einen richtigen Getränkeladen reinmachen? Das ist halt die Frage, ne? Ich mach das mal. Bin ich gerade verschwunden? Habe ich gerade irgendeinen Trick gemacht? Ich wollte das Ding hier abreißen, habe Escape gedrückt. Und dann sind die Leute verschwunden. Was geht ab? Habt ihr das gesehen? Habe ich Trick gemacht? Junge, kennt keiner den Trick. Der ist krass. Krasser Trick. So, machen wir hier nochmal ein Soda. Natürlich den Nachteil, hier ist natürlich jetzt auch wieder ein Verkäufer drin. Aber so ist es halt. Habe ich da die Preise angepasst? Beim Soda? Weiß ich nicht. Warten wir mal ab, was die Leute dazu sagen. Hier ist halt Knubbel, ne? Hier ist Knubbel-Time. Sagt Coasty. Wieso eigentlich Profit Coasty minus 20.000 insgesamt? Was ist da denn eigentlich los? Was ist das Prestige? Ah, der ist noch erst wieder auflebend. Okay. Das kann natürlich sein, dass das daran hängt, aber sagt aber auch keiner, das ist jetzt zu teuer, ne? Heiler wird sich gemacht haben, oder? Der Heiler, der ist nur noch bei 7.000 im Minus. Ja? Der hat sich gemacht. Definitiv. Vielleicht können wir auch sagen, der Heiler kostet 15,50. Ich meine, wir müssen es ausprobieren, wir müssen es reizen. Wir müssen es reizen. Hier können wir auch wieder teurer machen. Machen wir mal die 11, packen wir hier mal aus. Beim Aero. Ja? Hat ja auch schon mit dem Gedanken gespielt, den Park mal komplett auf oder beziehungsweise mal komplett zuzumachen. Was sagen die Leute denn? Hat nicht durchschnittlich. Ja, der ist halt jetzt auch nicht so ein krasses Fahrgeschäft. Ne? Ja, er hat Plus. Loopy ist komplett im Plus. Nicht schlecht. Aber ich wollte mal hier, ja, Kiki ist tot. Kiki ist tot, oder? Ist schon ein neuer Monat? Ne, Juli läuft noch. Wie sieht's momentan aus? 1000 Gewinn. Tja, die Läden. Ich weiß nicht, was mit den Läden los ist. Also hier stehen sie jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen an. Da gibt es auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen Rabatz.
Weißt du, was wir machen könnten? Wir haben halt, mir ist das auch ein bisschen zu dunkel. Mir, als Besucher wäre mir das halt auch zu dunkel. Man könnte mal sagen, hier Leute, wir ballern jetzt hier mal ein bisschen Wegbeleuchtung dran. Ach, warte mal. Wo ist denn Beleuchtung für die Wege? Gibt's das nicht? Wegextras, da waren doch sonst auch Lampen bei, oder nicht? Ja gut. Was gibt's denn hier für Lampen? Gibt doch... Leute, Leute. Ich wollte Weglampen haben. Bin ich blöde, oder was? Keine Ahnung. Wer ihn nicht erforscht? Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich will jetzt hier nicht so eine Drachenfackel haben. Hier. Straßenlaterne. Nein, auch nicht so geil. Hier, viktorianisch. Nehmen wir die doch. Hier mal ein bisschen Licht. Das wäre der Licht. Das Geld haben wir ja. Aber vielleicht treibt das die Parkbewertung noch so ein bisschen nach oben. Dann habe ich die eigentlich gebaut hier. Hier, der Weg ist auch... Ach doch, da geht's noch zu dem... Ja, den soll ich vielleicht auch mal irgendwann abbauen, oder? Es gibt zum Glück keine Stromkosten in dem Spiel. Das ist auf jeden Fall ganz gut. Geile Lampe. Geile Lampe. So. Ja Leute, die Folge ist zu Ende, sehe ich gerade. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge hier weiter und gucken mal, was Sache ist. Wir gucken uns auch gerade den Juli an. Den Juli nochmal einmal hier reinziehen. Was sind die Juli-Werte? Immerhin. Nicht ganz so scheiße. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder hier bei Planet Coaster. Wir haben, glaube ich, einen kleinen Schritt nach vorne gemacht. Wenn auch noch weit entfernt von dem, was wir brauchen. Aber das kriegen wir auch noch irgendwie hin. Ciao, Leute. Macht's gut. Euer Brady.